Ein Studentenverein kann alles sein. Das kann der Leseklub an der universitären Bibliothek sein. Ein Studentenverein kann der Rudersportclub sein in Saarbrücken. Es kann genauso gut ein Fechtsportclub sein. Es kann ein Karateclub sein, der aus Studenten besteht und sich dort formiert hat an der Uni. Das ist ein Studentenverein. Studentenverbindungen können sehr wohl in ihrem Namen die Bezeichnung Verein tragen, weil rein rechtlich gesehen sind die in der Regel realisiert als die klassische Urform eines Vereins, also nicht eingetragen, aber mit fast denselben Haftungsbeschränkungen, mit fast denselben rechtlichen Vorteilen, die jeder deutsche oder in Deutschland realisierte Verein genießt. So, was ist jetzt eine Studentenverbindung? Es ist im Endeffekt ein Verband von Studenten und Alumni, also Leute mit abgeschlossener Studienausbildung an einer Hochschule oder überhaupt von Hochschulen. Das heißt, in einer Verbindung können auch Leute drin sein, die an ganz unterschiedlichen Hochschulen studiert haben und sich jetzt hier aber zusammenfinden. In der Regel ist es aber schon so, dass es immer um dieselbe Universität geht. Was betreiben die? Brauchtumspflege und Pflege wachsender Traditionen. Ja, das sind im Prinzip die Kernthemen von Studentenverbindungen. Brauchtumspflege, das kann alles Mögliche sein. Ein Karnevalsverein macht eine Brauchtumspflege. Ja? Man trifft sich regelmäßig, man trinkt gemeinsam Bier, man feiert sein Stiftungsdatum. All das sind Sachen, wo hier eine Rolle spielen. Dann gibt es Sachen, die sich im Laufe der Jahrzehnte, der Jahrhunderte bei Verbindungen etabliert haben. Die hält man am Leben, die benutzt man weiterhin, die zeigt man. Und das ist halt Brauchtumspflege. Das heißt nicht, dass man Fackelmärsche durchs Brandenburger Tor macht. Das ist totaler Quatsch. Habe ich aber auch schon mal lesen dürfen. Dann, es gibt eine ausgeprägte Vielfalt. Es gibt nicht die Verbindung, es gibt nicht die Burschenschaft, es gibt nicht die Studentenverbindung, nicht die Kooperation, sondern da sind 120 in einem Verband drin. Das heißt, jede Verbindung hat vielleicht ihre 50 bis 100 Mitglieder. Von diesen Verbindungen gibt es 120 in einem Verband. Da kann man doch nicht alle über einen Kamm scheren und sagen, das ist immer so. Eine Verbindung besteht aus den Aktiven und aus den sogenannten alten Herren. Das sind die, wo fertig sind mit allem und ein gewisses Lebensalter erreicht haben. So, jetzt muss man sich klar machen, was bedeutet das eigentlich? Das ist jetzt der geschichtliche Teil. Studentenorden gab es an allen Universitäten in Deutschland. Das war nicht mehr als, die Leute hatten zwar Geld, aber nicht viel Geld. Studieren konnte sowieso nur jemand aus dem besseren Haus, also aus dem Kaufmannshaus, da wo auch dementsprechend das Geld vorhanden war. Die haben aber nicht daheim studiert. Die Wege waren nicht sicher. Studenten durften zu jeder Zeit eine Waffe mit sich tragen. Aber nicht, um sich zu duellieren, sondern weil die teilweise tagelang geritten sind bis zu ihrem Studienort und die Wege eben nicht so gesichert waren wie heutzutage, dass an jeder zweiten Stelle eine Polizeidienststelle gibt, sondern die hatten teilweise Angst um ihr Leben. Jetzt kamen die an den Studienort und am Studienort selbst gab es dann ein sogenanntes Gemeinschaftshaus, in dem die Studenten wohnen konnten, wo sie ein Zimmer hatten. Und klar, wenn man zusammen wohnt, eine Wohngemeinschaft, eine WG hat, entwickelt man ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das waren die Vorläufer dieser Studentenorden. Die Landsmannschaften waren Verteidigungsbünde der einzelnen Länder. Ihr müsst euch vorstellen, das war die Zeit des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen. Deutschland war zersplittert von A bis Z. Jedes Land hat versucht, seine Selbstständigkeit, seine Selbstverwaltung aufrechtzuerhalten und seine inneren Grenzen zu schützen und Übergriffe zu vermeiden. Das waren die Landsmannschaften. Die haben eigene Farben getragen. Dann gab es aus der Bevölkerung gegen die Landsmannschaften auch wiederum Gruppierungen wie die Sebastianusbruderschaft, Donatusbruderschaft, die versucht haben, den normalsterblichen Bürger, den Bauer vor Ort, gegen Übergriffe von den Landsmannschaften zu schützen. Leute, und jetzt kommt der größte Knaller. Die normalen Händler für Couleurgut, also Couleur ist alles das, wo die Farben einer Verbindung sind, die vertreiben natürlich auch Karnevalsbedarf, Jagdbedarf und solche Sachen, weil Landsmannschaften und diese ganzen anderen Sachen entstammen
aus derselben Zeit, wenn man es ganz genau nimmt. Nicht der Fasching an sich, das wäre natürlich jetzt Quatsch. Aber Jagd, Gesellschaften, Jagdvereine, Landsmannschaften und damit natürlich dann Burschenschaften, Studentenverbindungen und so weiter, haben dort ihre Wurzeln verortet. Muss man einfach so sehen. Das Fechten war früher ein normales Fechten, so wie man es aus den schlechten Filmen kennt. Nicht ganz so ausschweifend, sondern man hat versucht, den Gegner schnellstmöglich niederzustrecken. Aber diese starre Form, man steht sich gegenüber und macht Mensurfechten mit Brillen und Kette und was weiß ich, was man in Burschenschaftlerfilmen, zum Beispiel im einem Tatort gesehen hat, das ist aus diesem studentischen Fechten tatsächlich entstanden. Im 19. Jahrhundert war die Mensur noch eine frei gefochtene Sache. Der Teichmann hat Fechtstellung eingenommen, ist Schritte nach vorn gegangen, ist Schritte nach hinten gegangen. Dieses starre sich gegenüberstehen, das ist erst spätes, 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Weil die Fechtbahnen brauchen halt auch Platz. Und versucht mal bitte mit Blankwaffen draußen zu fechten. Die Polizei ist schneller bei euch, als ihr weh sagen könnt. Es war nämlich auch teilweise offiziell verboten in Deutschland, weil man hat ja Schnatzer bekommen, die Universitäten haben es auch verboten. Weil es ist natürlich eine Verletzungsgefahr dabei. Ich meine, man ist gut geschützt, aber wenn man mal eine Arterie erwischt, da blutet man ohne Ende. Und das gibt auch Narben. Dann ist das Zweite, was man hier feststellen kann, die Korpsvereine ab 1800 Elemente der studentischen Organisationen. Das heißt, die übernehmen dieses straffe Reglement, was die Landsmannschaften schon hatten, verbindliche Zusammengehörigkeit, das heißt, also man hat sich ein bisschen abgesondert von dem Rest, Identitätssymbole, das heißt also gleiche Zeichen, Uniformteile, Bekleidungen und ähnliches. Man übernimmt lateinische Landesnamen. Zum Beispiel, was sich heutzutage noch findet in der Germania. Das ist ja die deutsche Göttin. Naja, also nicht unsere Göttin, aber römische Göttin für Deutschland, die Bezeichnung dafür. Man übernimmt, wie gesagt, diese farblich einheitliche Kleidung. Aber, und das muss man sich auch klar machen, der deutsche Idealismus bedingt gleichermaßen die vollkommen basisdemokratischen Strukturen, die in diesen Verbindungen drin ist. Es war ja gerade diese Abkehr von der Autorität, was so ein bisschen auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl der Verbindungen ausgemacht hat und der Landsmannschaften. Ja? Was eigentlich alle Verbindungen in der und ähnlicher Form haben. Natürlich nicht von den Farben her. Das ist eine sogenannte Pikesche. Das, was ihr hier seht, ist ein Band. Ich erlaube mir jetzt mal gerade hier zuzugreifen. Und zwar, das sind jetzt 8 Couleur-Artikel. Bänder wären das. Wie ihr seht, die weisen ganz unterschiedliche Farben auf. An diesen Farben kann man also erkennen, zu welcher Verbindung der jeweilige Student gehört. Diese Knöpfe, die so wunderschön wappenmäßig aussehen, haben genau einen Hauptgrund. Und zwar, man zieht das Ding halt über die Schulter und damit er auch schön stramm sitzt und zusammengehalten wird, ist dieser etwas schwerere Bandknopf zuständig. Die Arretierung erfolgt übrigens mit dem Innenleben einer Bierflasche. Ja? Das Gummi hält perfekt. Das Ding geht nie wieder auf. Falls ihr euch mal angucken wollt, könnt ihr das gerne durchgehen lassen. Das ist die Pikesche. Und jetzt muss man sich auch eine Sache klar machen. Die Antifa sagt zum Beispiel, die laufen in Uniform. Unser liebster Birgit Honka hat mir schon mal erzählt. Männer und ihre Vorliebe für Uniform. Ja, natürlich haben wir eine Vorliebe für Uniform. Die Pikesche stammt aus Polen. Und zwar im Novemberaufstand von 1930 bis 1831 war eine Folge, dass viele der Leute, die in Polen für mehr Demokratie, für mehr Rechte gekämpft haben, geflüchtet sind. Gleichzeitig gab es in Preußen, vor allem bei den Studentenverbindungen, eine richtig gehende Polenbegeisterung. Das ist ein Terminus technicus. Ja? Da muss man doch wirklich teilweise lachen. Also Burschenschaft, Studentenverbindung als progressive Kraft gesehen. Das war, wie gesagt, ihre progressive Kraft ihres Jahrhunderts. Bitte immer noch ein Knöpfchen.
So, dann haben wir auf der anderen Seite die katholischen Verbände. Leute, die haben sich nicht zusammengefunden, weil Katholizismus rules Germany, sondern Preußen war protestantisch geprägt. Mhm. Die Katholen haben Probleme vorne und hinten gehabt. Man hatte als Mensch, der sich dafür interessiert hat, einer Studentenverbindung, also einer progressiven Kraft beizutreten, nur die Möglichkeit gehabt, ja, einer protestantischen Verbindung im Endeffekt beizutreten. So, und dort hat man dann gesagt, na komm, also das kriegen wir auch selber hin. Und deswegen gab es dann die ersten katholischen Verbindungen. Weil wie gesagt, bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, also 1851 bis 54, musste man tatsächlich als Katholik im Notfall einem studentischen Chor, einer Burschenschaft, einer Landsmannschaft beitreten, die einen protestantischen Background hatte. Es gab zu der Zeit aber schon die sogenannten katholischen Lesevereine. Zeitungen waren teuer, man hat dann Lesesalons gehabt. Es gab dort dann eine dementsprechende Auswahl an verschiedenen Zeitungen. Und man hat dann gemütlich geschmaucht, dabei gelesen, diskutiert heftig über die aktuelle Tagespolitik und hat die Zeitung natürlich liegen lassen, man hat sie nicht mit nach Hause genommen. Dann kam es zu dem Kulturkampf und der 1848er Revolution. Und im Folge dieser Sachen oder im direkten Umfeld gab es die erste katholisch-studentische Verbindung, nicht Burschenschaft, Bavaria Bonn. Ihr seht hier wieder diese lateinische Bezeichnung, wo sich hier widerspiegelt, und die Ortsbezeichnung im Normaldeutsch. 1840 und die Enania München 1851. Der Name sagt es wohl schon eindeutig bayerisch. Der Begriff Kartell bedeutet einfach nur, man schließt einen Vertrag ab, schriftlich fixiert, wie man zueinander steht, wie man ein gemeinsames Miteinander ausgestalten will. Also bitte nicht dort irgendwelche seltsamen Wirtschaftsroman-Theorien hintendran vermuten oder irgendwelche freimaurerischen Bestrebungen, sondern es ist einfach nur ein Vertragswerk. Man kommt überein, man unterstützt sich, man hat dieselben Ideen, Prinzipien, Ideale, und solange das gilt, wird man miteinander harmonisch hoffentlich zusammenarbeiten. Wenn er da Augenzeugen berichten liest, wie es denen auch teilweise noch dreckig ging, bis zu ihrem Tod, wo die nachts aufgewacht sind, haben gedacht, sie würden noch in diesem Trommelfeuer von Verdun liegen, das Menschenschicksal, die Texte durchzulesen, ohne dass das ans Herz geht, das geht gar nicht. Im Prinzip schlimmer wie der Tod. Es war schlimmer. Schlimmer wie der Tod der Weltkrieg. Obwohl man das ja auch noch dabei sehen wird, aber der andere wurde auch, der erste Weltkrieg war Stalingrad, wäre vergleichbar. Ja, muss dann, also ganz stark. Also Stalingrad geht noch von der Trauma her als Vergleich, aber fast es ist es reicht es nicht. Ganz schön, weil Verdun war noch ein Stück schlimmer. Bitte noch eben auf den Knopf. So, dann muss man sich noch was klar machen. 1932, Ende der Weimarer Republik, Anfang Hitler-Deutschland, Nazi-Deutschlands. Es gab den Beschluss der Kartellversammlung, dem basisdemokratischen Organ des kompletten Kartellverbandes, aller Verbindungen, dass die Mitgliedschaft eines Kartellers in der NSDAP nicht vereinbar ist. Das heißt, die durften aussuchen, entweder NSDAP austreten oder gar nicht erst eintreten, am besten natürlich. Oder man muss halt die Konsequenz rausziehen. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, 1933 gab es dann das sogenannte Reichskonkordat, das auch heute noch das Saarland prägt. Und zwar, das war der Vertrag, wo das Zusammenspiel zwischen Staat und Kirche in Deutschland regelte, katholische Kirche und Staat. Wie will denn eine katholische Kartellversammlung gegen den Beschluss der Heiligen Römischen Katholischen Kirche in Deutschland argumentieren? Das heißt, die Kirche hat hier dem Kartellverband im wahrsten Sinne des Wortes den Boden unter den Füßen weggezogen, und die mussten zurückrudern und sagen, okay, wir akzeptieren die Gleichschaltung, der österreichische Kartellverband kann sich abspalten, weil
Die katholische Kirche hat hier ihren eigenen Kartell, also in Anführungszeichen, ist ja nicht ihr Verband gewesen, aber den ihr nahestehenden Kartellverband, wirklich im Regen stehen lassen. Hätte die katholische Kirche gesagt, nein, die NSDAP ist nicht als demokratischer Staat legitimiert, hätte die Kartellversammlung ihren Beschluss aus 32 niemals revidiert. Nur so blieb denen ja gar nichts anderes übrig.